Ein Gemeindehaus gibt es schon. Jetzt soll es künftig auch nur noch eine Verwaltung geben. Die Gemeinderäte von Hippach und Schwender haben in ihrer gemeinsamen Sitzung beschlossen, dass die Bediensteten beider Gemeinden jetzt zusammenarbeiten werden. Das heißt, Schwendauer Verwaltungsbeamte sind in Zukunft für das Hippacher Meldewesen, deren Bauangelegenheiten und deren Finanzen zuständig, und umgekehrt soll es auch so sein. Durch die Zusammenarbeit erhofft man sich mehr Synergien. Jetzt haben wir halt dabei natürlich, weil einige Umbaukosten natürlich sind, weil ja wir auf einer Ebene wählen in unserem Gemeindehaus. Und jetzt müssen wir natürlich zuerst noch die Planung abschließen, beziehungsweise oft dann die Gespräche mit Land führen. Weil ohne Unterstützung wird es ein bisschen schwierig werden, diese Kooperation durchzuziehen. Aber wir sind auf gutem Weg und wir möchten das sicher nächstes Jahr durchziehen. Nach monatelanger Vorarbeit durch Projektleiter Jochel Grieser, der auch den Strategieplan Zillertal organisatorisch betreute, ist man sich innerhalb der Gemeinde für eine Verwaltungszusammenlegung einig. Das Nicht-Zustande-Kommen der Verwaltungskooperation ist unwahrscheinlich, da auch die Bevölkerung mehrheitlich über die Entscheidung einverstanden ist. Die Bevölkerung eigentlich haben wir nichts Negatives gehört. Ich glaube, das wird von der positiv aufgenommen. Und wenn man jetzt die Umfrage ein bisschen schaut, wie ja gestern schon stattgefunden hat, auf den über 50, also 55, 56% dafür. Scheitern kann es gerade noch erstmal die finanzielle Situation, aber da sind wir zuversichtlich, weil das Land ja auch diese Schritte wollen, möchten wir natürlich auch schauen, dass wir das vom Land unterstützt kriegen, und ich hoffe, dass wir das kriegen. In den nächsten Tagen gibt es ein Treffen im Landhaus in der Gemeindeabteilung. Dort wird ein Gespräch mit den Bürgermeistern von Hippach und Schwendau und dem zuständigen Landesrat Johannes Tratter stattfinden. Die Umbaukosten im Gemeindeamt betragen geschätzte 1,3 Millionen Euro. Eine Umsetzung hängt nun von der Landesförderung ab. In weiterer Folge soll auch ein gemeinsamer Bauhof entstehen. Momentan gibt es zwei verschiedene Bauhöfe, aber das wäre der nächste Schritt. Das wollen wir auch noch natürlich zusammenlegen, aber wir fangen jetzt mit der Verwaltung an. Wenn uns das gut gelingt, dann ist der nächste Schritt sicher, die Gemeindebauhöfe zusammenzulegen. Dort, wo derzeit das Lagerhaus Hippach seinen Standort hat, soll der neue gemeindeübergreifende Bauhof hinkommen. Die örtliche Raiffeisenbank plant, ein neues Lagerhaus zu bauen, und hat 500 Meter weiter auf der Bundesstraße talauswärts ein 15.000 Quadratmeter großes Grundstück für ihr Großprojekt gekauft.